Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Stadium. Nein, ich will's nicht. Ich will's nicht. Nein. Ich will's nicht. Eigentlich will ich's nicht, weil ich genau weiß, was da auf mich zukommt. Ich weiß schon so fast, was da auf mich zukommen wird. Ich weiß es einfach. Ich weiß es einfach. Panik! Boah, jetzt rennt sie richtig auf, ey. Boah. Gib den noch bessere ein, alter Schwede. Man kann es übertreiben, aber richtig. Weil das ist so gemischt. Mein Gott, was soll ich denn da nehmen? Jetzt ist die Frage, was soll ich da nehmen, ey? Irgendwie ist, sind die alle scheiße. Es ist Glückssache. Jetzt nehmen wir mal kurz einen Würfel, ja? Ein Würfel. Welcher Trainer wird heute den Sieg nach Hause tragen? Wir dürfen gespannt sein. Ich auch. Ich bin da sowas von gespannt drauf, ey. Ich bin schneller? Ich sag da gar nichts zu. Ich bin schneller. Oha, da hat jemand das falsche Pokémon gewählt. Okay, Tuit würde reichen. Ja, Blizzard. Alter, dass ich schnell wieder als Tristana wundert mich. Wie wird der Trainer reagieren? Ein wirklich furioser Blitzstart. In den ersten Runde auf die Bretter. Super, danke für den Quit. Welch furioser Blitzstart. Was nehme ich denn jetzt? Oh Mann, ey. Habe ich im letzten Mal nicht gesagt, jetzt kommt nur noch, jetzt entscheidet nur noch das Glück. Okay, wir fangen an, eine Glücksliste zu führen. Eine Glücksliste. Okay, jeder Quit ist jetzt Glück. Ja, wir machen jetzt einfach mal so eine Glücksliste. Pass auf. Im Meisterball wird jetzt eine Glücksliste angefertigt. Ich hoffe, dass der Skript dir schreibt. Glücksliste. Nee, der schreibt natürlich nicht. Oh Mann, ich habe ja auch gerade keinen anderen liegen. Ja, warte, ich will mal kurz eine Attacke. Nein, falsch! Oh, das ist, wenn man das in Panik macht. Was geht ab? Brauche aber eh zwei Schläge. Ein guter Treffer. Ja. Oh nein, Alter, die können alle Body Slam und sowas. Was nun? Ja, ein Treffer. Warum? Zwei Schritte für den Gegner. Ich suche jetzt echt einen Schiff. Einen Augenblick. Was passiert jetzt? 3-0. Ey, da habe ich schon keinen Bock mehr, ey. Da habe ich echt schon keinen Bock mehr. Aber der Fehler war bei mir auch mit dem Donnerblitz schon. Weil sonst wäre es schon down. Was ist das? Ein kraftvoller Treffer. Boah, was? Wie kommt denn das? Den Kampf habe ich ja schon verloren. Und da sagst du gar nichts, ne? Welches Pokémon ist nun an der Reihe? Linkbei für Sichlor. Wird der Pokémon-Typ den Kampf beeinflussen? Der Schlitzer. Da liegt doch einer. Drei, ja. Schlitzer. Drei. So. Lackliste. Ich. Gegner. Was hab ich gesagt? 3-0, ne? 1, 2, 3. Nur noch ein. Ja, das ist Schlitzer. Schlitzer ist ja nicht, das hat ja nichts mehr mit Glück zu tun. Schon gar nicht bei dir in Sichlo, das ist 100% nämlich. Nun heißt es ein Pokémon gegen zwei. Ja, und der wird auch schneller sein und auch anfangen dürfen. Da kommt ein Flügelschlag. Was geht ab? Ja, ein. Oh, der war ja noch niedlich. Der war ja noch niedlich. Der Schlag war ja echt noch niedlich. So, Donnerblitz. Ist ja auch ein Flug-Pokémon. Okay. Sichlo, haut rein.
beziehungsweise wir hauen rein. So, gib mir den Quid, komm. Was passiert jetzt? Nein, okay. Ja gut, den Kampf haben wir trotzdem verloren. Ich habe so viel Lack und das letzte kommt mir auch noch, oder spielt mir auch nochmal richtig in die Karten. Im Fall von Radikal. Aber Vicky Glurak hätte den Kampf gegen Rosalia gewonnen. Was mich dann doch stark wundert. Dann habe ich wohl einen Glurak mit guten, die Faust. Okay, der könnte sogar reichen. Ich mach das. Ich mach erstmal das. Was ist das? Eine volle Breitseite. Okay. Ein Eisstrahl. Eisstrahl. Oh, es ist gleich geboren. Ein eingeborenes Pokémon kann nicht angreifen. Mann, warum? Den Kampf hätte ich gewonnen, ey. Boah, das kann's nicht sein. Mann, den Kampf hätte ich noch gewonnen, wenn der mich nicht eingefroren hätte. Alter. Ja, sorry, aber ganz ehrlich, der hat viermal Lack gehabt. Beim letzten kannst du sogar zwei Striche machen. Mein Gott, ey. Was tut, was, warum wird man so bestraft? Boah, war das gemein und fies einfach nur. Und unfair. Können wir nicht einfach mal einen fairen Kampf haben? Mehr will ich gar nicht, nur einen fairen Kampf. Einfach nur einen fairen Kampf. Ohne Quits. Ohne irgendwas anderes. Nein, kriege ich nicht. Ohne einzufrieren. Einfach ohne alles. Einfach ein fairer, ausgeglichener Kampf. Wo man einfach mal sieht, wer einfach die bessere Taktik hat. Nein. Was ist? Der Gegner kriegt mit Blizzard einen Quit. Der haut mir, der friert mich ein, obwohl ich mit Megasauger das überlebt habe. Ja, Leco Mio, der Donnerblitz hat dann gereicht. Nein. Alles, was man mir in die Karten spielen kann, wird mir in die Karten gespielt. Alles, was er braucht, hat er in die Karten bekommen. Oh, da bin ich mir nicht sicher. Welches Pokémon wird die Arena betreten? Da fällt mir nichts mehr zu ein, echt nicht. Da fällt mir leider nichts mehr zu ein. Bald bin ich gezwungen, hier glaube ich, Safe-Sets einfach mal während des Kampfes zu machen, obwohl ich das eigentlich nicht machen möchte. Ja. Bin ich, es ist wohl Nona! Das hat gebrettert! Okay, das ist jetzt mal mein Strich bei mir. Es gleicht aber aus. Man, der hat schon fünf. Der hat schon fünf. Der hat fünf Striche schon bei mir. Ich hab einen. Einen. Was hab ich jetzt? Ach, ich hab Gengar noch. Wie gesagt, beim Eisstrahl sind zwei Striche machen müssen. Ja. Alter, der könnte auch mal nicht. Ich könnte. Sam kann ihm alles aufschreiben, wenn er will. Boah. 140. Oh, das wäre... Okay, was kommt von den dreien? Nichts, das Glück gehabt. Okay, aber, aber es hat viel bei Megasauger schon verloren. Da hätte man das Dreifache nehmen können. Ah, wäre knapp geworden. Wahrscheinlich bin ich nochmal geheilt. So, Trainer 1 geschafft. Und das würde ich jetzt einfach sagen, es war schon ausgeglichen. Ja, das kann man so sagen, es war ausgeglichen. Er mein Quid, ich mein Quid. Das war ausgeglichen, ja. Da kann man nichts zu sagen. Weil Glurak hat das aus... Ich habe den Glurak-Ausgleich bekommen. Mit Starmie, den Surfer. Kann man sagen, ausgeglichen. Das war ausgeglichen diesmal. Dann macht das auch... Dann regt man sich auch nicht so auf, ja. Dann ist man die Ruhe selber. Aber wenn du denn den Kampf davor hattest... Oder regt sich auf, ey. Oh, der das Evoli-Trio.
was gefährlich für mich ist. Blitzer ist das Gefährliche da dran. Der Rest... Ja, wo bin sie? Bin sie Machomai? Das zweite dieser Energiefutzi, ne? Na gut, das wird er jetzt nicht mehr haben. Also eigentlich drei physische und drei spezielle. Wo ist die Falamara eigentlich als der Schwester der drei? Aquana wird einfach nur eine Wall sein und Blitzer wird austeilen. Ja, bei Blitzer laufe ich Gefahr. Hilf mir seit 10 ja mal weiter hier. Ich glaube es ja fast gar nicht. Ja, Blitzer kann eine Nadelrakete. Das wäre vierfach effektiv. Gegen Blitzer bin ich gezwungen, das Schonera mitzunehmen. Wegen des Blitzer muss ich Schonera mitnehmen. Was für ein Kampf erwartet uns wohl? Die zweite Runde beginnt. Ja, die zweite. Die 8 Uhr schon lieber. Okay. Interessantes Matchup. Gut, Aquana mit 447 KP. Oha, da hat jemand das falsche Pokémon gewählt. Naja, nicht wirklich. Also wenn du nur ein Viertel oder Drittel Schaden machst. Die können das auch. Können das auch. Okay, die können das auch. Wer kann das eigentlich nicht? Das war keine technische Maschine. Ja, Einschlag brauche ich noch. Hast du ein Erdbeben oder sowas? Ne, ein Surfer. Also ganz normale Attacken. Nur mit Energiefokus. Das ist natürlich jetzt also kein Lack mehr. Also Quitter hätte wehgetan. Der hätte richtig wehgetan. Immer diese Zungen rausschrecken. Ja, das Blatt, dann kannst du die Zunge nochmal rausschrecken. Der Donnerblitz kommt. Jo, das war's für Aquana. Welches Pokémon ist nun an der Reihe? Das frage ich mich auch. Blitzer wahrscheinlich. Ne, Pinsir. Okay. Wird der Pokémon-Typ den Kampf beeinflussen? Gut, schneller werde ich schon sein. Pinsir muss aber dann von Starmie erledigt werden. Das ist schlecht. Oh, das hilft mir. Das hilft mir ja noch mehr. Stimmt ja. Das ist jetzt irgendwie immer noch in der Rundenverschwendung. Stell dir mal vor, der wird angreifen. Der wird mich schon K.O. kriegen. Weil so habe ich leichtes Spiel. Weil so gehe ich auf jeden Fall in Führung. Ja, da bin ich speziell an... Hä? Ein guter Treffer. Ich sag gar nichts, weil den... Okay. Beide Kämpfer sind erschöpft. Der ist jetzt lachhaft. Der ist jetzt lachhaft im Vergleich zu den Überklasse. Was passiert denn? Bei den letzten Kämpfen, die ich da hatte. Das war eine Schwachstelle. Ja. Oh, wartet mal kurz. Das waren jetzt 3 Lackstriche für mich. Ah, 6-4. Ich will einfach wissen, ob man sich selber so verarscht fühlt. Ob das wirklich so ist. Kikli ist sehr schnell, das habe ich mittlerweile gelernt. Aber auch der wird, glaube ich, erst einen Energiefokus machen. Aber dazu kommt er, glaube ich, gar nicht. Doch, überlebt. Ja, okay, die pumpen sich alle auf. Der war einfach. Wenn die anderen auch noch so einfach werden. Also, ich glaube, ich habe immer Probleme gehabt ab dem 5. Also ab der 2. Hälfte fing das dann wirklich an, brutal schwer zu werden. Genau auf die Schwachstelle. Ja, ab da fing es an. Oh, ist das das Ende? Ab da fing es an, ja, ab dem Forscher. Aber die können die eigentlich kaum noch schwerer machen, obwohl ich an den Forscher zu denke. Ach du Gacke, da war ein Relaxo, da war ein Schanera, da war alles dabei. Ein Continuo im Meisterball, alles klar, ey. Das ist eine Wohltat, ey. Ja. Das
ist ja ein Weltwunder. In der schwierigsten Kategorie Continue, ey.